So, liebe Freunde des Pokémon-Sammelkartenspielers, sind wir wieder. Der Luca, ein bisschen verschlafen, und sein Papa. Und heute wollen wir euch zeigen, was wir bestellt haben. Und zwar habe ich Pokémon-Karten bei Wish bestellt. Das erste Package ist angekommen. Ich meine, es müsste das sein mit den versprochenen 20 GX-EX-Karten. Und dann wollen wir reinschauen. Ich weiß nicht, ob sie ein Booster sind oder schon lose sind. Darum habe ich einen Original-Booster vom letzten Opening hier. Um vergleichen zu können, ob dort schon Unterschiede sind. Ja, um euch nicht lange auf die Lauer zu spannen, öffnen wir das Paket einfach mal. Ja, die sind schon ohne Boosterhülle. Aber einfach lose. Was haben wir denn da, Luca? Zeig mal. Ja. Glitzerkarten, ne? Genau, Holokarten. Darf ich einmal schauen, wo ich die öffnen kann? Du darfst nicht wieder Glitzerkarten können. Ich brauchte die eine echte GX-Karte da zum Vergleich. So, der erste Paket ist ausgepackt. Das zweite auch. Es ist ziemlich simpel eingepackt. Oh. Wir wollen gleich mal mit einer Original, mit einer echten GX-Karte gucken, wo sich der Unterschied befindet. Das müssten jetzt 20, 30, I don't know, EX, GX-Karten, Full-Art-Karten sein. Da sie nicht in Deutsch sind, kommen sie nicht in unserem Pokédex, sondern werden komplett Luca zur Verfügung gestellt. Ja, um das mal komplett durchzuschauen, blättern wir einfach mal die Karten durch. Ein Yveltal, EX-Karte. Die lege ich mal zur Seite, um gleich Vergleiche zu ziehen. Diancy als EX-Karte. Ich kann auch mal die Rückseite betrachten. Es fühlt sich eigentlich ganz normal an. Pokémon TM Technische Maschine ist auch drauf. Aber irgendwo muss ja ein Fehler. Genau. Irgendwo muss der Fehler her sein. Weil es kann nicht sein, dass wir 3 Euro Versandkosten zahlen und so viele EFGX-Karten bekommen, die hier bei uns im Handel ein Vermögen kosten und demnach auch wert sind. Xeneas EX. Richtig geiles Artwork. Naja. Oh, und Despotar, eines meiner Lieblings-Pokémon. Und zu dem Punkt ziehen wir einfach mal, Luca, warte mal, meine Original. Ich glaube, GX-Karte. EX muss das sein. Aus meinem Pokédex. So, eine EX-Karte ist das. Ja, dann vergleichen wir das mal. So. Das ist mein Lamus EX. Luca, ich muss eben Vergleiche ziehen, danke. Mein Lamus EX. Mit dem Despotar. EX. Ich fahre mal zu wieder, Papa. Ich fahre mal zu wieder, Papa. Ja, es ist klar zu erkennen, dass die, ich nenne sie jetzt mal echte EX-Karte Lamus, wesentlich dunkleres Erscheinungsbild hat als die von Wish. Die Dicke der Karte ist ziemlich identisch. Und auch so auf den ersten Blick beim Design würde ich beim Despotar sagen, cool, das ist eine auf jeden Fall echte Karte. Ihr könnt ja mal unter die Kommis schreiben, unter das Video, was ihr davon haltet. Ich habe leider im YouTube noch kein wirkliches deutsches Wish Opening gesehen. Es kommt von uns auf jeden Fall auch noch mehr, da ich für 47 Euro bei Wish Pokémon-Karten, Booster, EX, GX-Karten bestellt habe. Darum bleibt dran, lasst ein paar Klicks da und abonniert auch ruhig. Wie gesagt, die Karten sind alle englisch, daher werden die komplett meinem Sohn zur Verfügung gestellt, dem Luca.
da sie so nicht in meinen deutschen Pokédex passen. Bis dann.